An der Stelle, also ich weiß, jetzt ein anderes Thema, aber es geht auch um was, was Kacke ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja so einen Drogeriemarkt. Ich muss das an der Stelle sagen, es gibt Rossmann. Arbeitet hier jemand bei Rossmann? Gut. Also es gibt bei Rossmann, es gibt diese Rossmann-Ideenwelt. Das ist meistens so ein Regal, das steht so am Eingang des Ladens, wenn man da reinkommt. Und da gibt es immer so ganz verrückte Sachen, so wie Fieberthermometer oder Sockenaufrollgeräte oder Apfelentkerner. Alles Mögliche, was man so eventuell brauchen könnte, aber eigentlich nicht. Und das ist etwas, was ich gar nicht ausstehen kann. Und deswegen habe ich einen Text über die Rossmann-Ideenwelt geschrieben. Und ja, der geht so. Der heißt Rossmann-Ideenwelt. Ein Hobbyzimmer ohne Achterbahn ist für mich Dreck. Heißklebepistole und Bügelperlen kann ja jeder, aber mit denen ist irgendwann auch mal ausgebastelt. Da sitzt du dann und bastelst deinen Kartoffelhaarschmuck und deine Kastaniengiraffen. Und wenn du irgendwann bei den Terrakotta-Armeen und Trabantenstädten angekommen bist, dann ist da auch nichts mehr. Dann sitzt du nur noch da und schnüffelst Klebstoff. Also muss eine Achterbahn her, keine Frage. Eine Achterbahn fürs Hobbyzimmer. Und wo kauft man Sachen fürs Hobbyzimmer? In der Rossmann-Ideenwelt. Aber nur aus Tradition, denn die Ideen dort sind echt eigentlich ganz schön schlecht. Oh, ich habe eine Idee. Wir sollten einen Föhn verkaufen. Ja, was für eine Idee, da wäre ich nie drauf gekommen. Diesen Föhn sollte man übrigens nicht kaufen. Wenn ihr mit dem eure Haare föhnt und was Verbranntes riecht, ist das nicht der Toaster, nur so als Tipp. Zum Glück sind ja meine Haare wieder nachgewachsen, wobei ich sagen muss, dass der Toaster natürlich auch verbrannt riecht. Bernd das Brot hat eine Petition gestartet, damit seine Artgenossen nicht mehr von diesem Toaster verstümmelt werden. Rossmann Ideenwelt, du hast Bernd das Brot zum Sozialbolschewisten gemacht. Laut dem Fieberthermometer aus der Rossmann-Ideenwelt bin ich konstant 29 Grad kalt. Man nennt es auch den Vampiraufspürer. Dabei bin ich immer total Team Jacob gewesen. Wenn ich in dem Laden arbeiten würde, würde ich immer so tun, als ob ich krank wäre, wenn ich deine Regale einräumen müsste. Aber dein Fieberthermometer würde natürlich anderes behaupten, Rossmann-Ideenwelt. Rossmann-Ideenwelt, du bist der Albtraum aller Gewerkschaften. Die kleinen Jungen aus der Vorstadt kaufen neuerdings den Porenreiniger von Rossmann. Denn damit kann man sich schlimme Hämatome machen und dann behaupten, man hätte wahlweise wild geprügelt oder geknutscht. Man kann damit auch Nägel in die Wand schlagen und Dirk Rossmann auf die Finger, aber seine Poren reinigen kann man damit sicher nicht. So sehen die Poren von Dirk Rossmann auch schon aus. Dirk Rossmann hat letztens einen Thriller geschrieben und dann in seinen Läden überall Plakate aufgehängt, dass das beste Buch der Welt sei und so weiter. Und das gab es dann in der Ideenwelt zu kaufen. Spoiler-Alarm, es war nicht das beste Buch der Welt. Das wäre es gewesen, wenn darin die Rossmann-Ideenwelt ums Leben gekommen wäre. Weißt du was, Rossmann-Ideenwelt? Ich habe gerade diese Kopfhörer bei dir gekauft. Und wenn die so scheiße sind, dass die ganze U-Bahn mithört, dann bringe ich alle Leute aus der U-Bahn mit. Und dann schubsen wir mal so richtig deine Regale um. Du stehst doch nur immer mit dem Rücken an der Wand aus Angst davor, von deinen Feinden von hinten überwältigt zu werden, Rossmann-Ideenwelt. Was ist das überhaupt für ein Name, Rossmann-Ideenwelt? War Pferdemensch Einfallserde schon vergeben? Ist ja lächerlich. Es wäre stumpfsinnig von Edward gewesen, das Scherenset aus der Ideenwelt zu kaufen. Das Einzige, was der Milchaufschäumer aufschäumt, ist mich vor Wut auf ihn. Der Designwecker kommt aus der Kollektion richtig scheiße Sachen, glaube ich. Der Eierkocher ist nur dafür da, einem auf die Eier zu gehen. Mit dem Fusselrasierer auf maximaler Stufe kann man vielleicht einem einzelnen Fussel die Haare am Kinn entfernen. Wer dieses Waffeleisen kauft, hat doch einen an der Waffel. Rossmann Ideenwelt, bleib in deiner Ecke und schäm dich. Ich glaube, meine Faust hat auch eine Idee, Rossmann Ideenwelt. Rossmann Ideenwelt, wenn du kreativ sein willst, geh in einen Landschaftsmalerei nach Bob Ross Malkurs, aber verkauf uns keinen kaputten Ohrhaarschneider. Rossmann Ideenwelt, du bist höchstens ein Ideenlandkreis. Chibo Depot und Müller sitzen in einer Bar, als Rossmann Ideenwelt reinkommt. Da sagt Chibo, okay, wir brauchen keine Pointe mehr, der Witz ist soeben durch die Tür gekommen. Rossmann Ideenwelt, putz dir mal die Zähne, vielleicht küsst die Muse dich dann, aber nimm dafür um Gottes Willen nicht deine eigene elektrische Zahnbürste. Rossmann Ideenwelt, kriegst du Kreativität, Hartz IV, denn dein Einfallsreichtum ist relativ gering. Rossmann Ideenwelt, liegst du oft auf dem Grünstreifen rum, denn du bist Kacke. Rossmann Ideenwelt, in Afrika sterben Kinder und du darfst einfach weiterleben. Weißt du Ende des Jahres überhaupt, dass Weihnachten ist? Deine Ideen wirken nämlich nicht so, Rossmann Ideenwelt. Rossmann Ideenwelt, die Weltreise haben dir doch deine Eltern bezahlt. Was habe ich dir getan, Rossmann Ideenwelt, dass du jetzt nichts für mich tust? Lasst euch mal was sagen, Leute. Auch andere Drogeriemärkte haben gute Ideen.
Nein, ich formuliere es anders. Andere Drogeriemärkte haben gute Ideen. Dirk Rossmann, du tust mir leid, wenn das all deine Ideen sind. Dirk Rossmann, ein Centaur, bei dem es nicht mal für den Pferdekörper gereicht hat. Der Name Dirk ist eh echt langweilig, wenn man keine zwei Doktortitel hat. Komm zurück, wenn du Dr. Dr. Dirk heißt, Dirk. Hast du einen Ideenfetisch oder was? Ich bin ja weithin bekannt als Weltenbummlerin. Und ganz ehrlich, die Rossmann-Ideenwelt habe ich durchgebummelt. Einmal fürs Hobby Zimmer shoppen in der Ideenwelt, schon hat man nach kürzester Zeit keine Hobbys mehr. Ach ja, und Achterbahnen gibt's da auch nicht. Und wenn es welche gäbe, hätten sie irgendeinen Haken, den man erst gar nicht bemerkt. Keine Abfahrten zum Beispiel oder keine Sitzplätze. Die Rossmann-Ideenwelt würde es sogar schaffen, Achterbahnen scheiße zu machen. Also, Hobbyzimmer abreißen, na klar, und dann ein Kind besorgen. Irgendwas muss man ja gegen die Langeweile tun. Dankeschön. Victoria!